Heute haben wir ein Unboxing vom Adidas DFL Torfabrik Kleiderwinterball. Der kostet 17,99 zum Beispiel auf sc24.de. Und da wir gerade bei sc24 sind, wir haben ja noch bis zum 1.12. unser Gewinnspiel, bei dem man einen 10-Euro-Gutschein von sc24 gewinnen kann. Und mit dem Gutschein kann man sich zum Beispiel gleich so ein Ball kaufen. Und da blende ich euch hier oben mal den Link ein vom Gewinnspiel. Und da könnt ihr einfach mal draufdrücken und mitmachen. Dann zum Ball. Ich packe ihn jetzt erstmal aus. Muss ihn schnell aufpumpen. Also hier sieht man jetzt den Ball und der hat eine, hier hat er eine Butylblase, das steht für einen minimalen Luftdruckverlust und hier sieht man, dass er Größe 5 ist, der Ball, und er braucht 0,5 bis 0,7 Bar nur. Der andere Ball in Orange, der braucht 0,6 bis 0,8 Bar. Dann, das ist eine, diesmal maschinengenäht hier, also nicht geklebt wie bei den anderen Bällen, sondern genäht. Ist auch was Besonderes. Und hier ist das Adidas-Logo, das Bundesliga-Logo. Hier steht Bundesliga-Replika und Torfabrik Kleider. Und also zur Beurteilung. Ich finde den Ball relativ gut von der Optik her. Und da wir eh Kleiderbälle echt gut für Flatterbälle finden, haben wir uns den gekauft. Und ja, wir schauen jetzt mal, wie er ist mit Flatterbällen. Da laden wir dann auch ein Video hoch. Und den Link von dem Video kopieren wir dann auch hier oben rein. Also schaut immer mal vorbei, ob das Video schon da ist. Und weil wir schon andere Videos von Kleiderbällen gemacht haben, zum Beispiel einen Champions League Ball, kann ich hier auch einen Link einblenden. Dann von dem orangen Winterball kann ich euch hier unten den Link einblenden. Ja, und also ihr könnt euch auch davon überzeugen, dass glatte Bälle mit den Gleiterbällen sehr gut sind bei unseren Videos. Also das Neueste ist gerade Free Kicks Volume 4 und das Volume 5 kommt auch bald raus. Und das war es eigentlich schon. Bis zum nächsten Video und abonnieren wäre natürlich cool von euch. Tschüss!